Guten Tag, Leute, aus dem Auto. Ich bin gerade unterwegs und schneide auch den Vlog von gestern. Den habt ihr hoffentlich gesehen. Da haben wir den Bernie in München besucht. Jetzt sind wir aber schräg auf dem Weg rüber Richtung Stuttgart. Und schaut mal raus. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Zum einen ballert die Sonne hier richtig rein. Kathi fährt erstmal guten Tag. Hallo. Hallo. Alles gut bei dir? Alles gut. Bisschen geblendet, aber sonst... Aber sonst super. Das Ding ist, ihr seht, ich hab hier alles komplett zugemacht, damit ich hier schön im Dunkeln schneiden kann. Aber draußen, da ist einfach Schnee. Schaut euch das an. Als Kölner nicht. Schnee, Schnee, Schnee. Es ist gar nicht kalt. Es waren noch 16 Grad hier in München. Ist nicht kalt, oder? Nee. Guck, das liegt da einfach so rum. Die Sonne scheint und immer noch Schnee. Diese Kombination ist ja krass. Naja, nehmen wir trotzdem lieber wieder zu. Und ich habe noch was zu schneiden. Und dafür ist mein Auto jetzt tatsächlich ziemlich praktisch. Es kann aber auch schnell fahren, oder, Kathi? Ja, gerade nicht so, aber eigentlich schon. Mir wurde gesagt, ich soll langsam fahren. Ja, damit ich besser schneiden kann. Über 230 wird es ein bisschen wackelig. Deswegen habe ich gerade ein Tempolimit von 200 verhängt, ja? Ach so. Okay. Nur 200, damit ich schnell fertig schneiden kann und das Video online gehen kann. Und morgen dann besuchen wir tatsächlich praktisch die Geburtsstätte dieses Autos. Damit guten Morgen aus Bietigheim. Wir haben es echt irgendwie mit Hotels auf dieser Reise. Schaut euch mal an, wo wir gelandet sind. Einfach im Mittelalter. Hier hinter diesen Balken liegt einfach eine Ritterrüstung inklusive Helm. Ich glaube, man soll es nicht berühren, aber es liegt einfach so rum, hier inklusive diesem Handschuh. Und hier draußen in der Stadt ist auch schon ein geschäftiges Treiben, deswegen machen wir uns auch direkt auf den Weg. Kurzes Frühstück bei Café Blatter. Wir sind ja hier in Bietigheim, weil ich hier Familie habe. Und deswegen war ich früher auch häufiger hier und bin immer hier eben zum Bäcker dann morgens hingelaufen und habe schön ein paar Brötchen gekauft. Wenn man das gemacht hat. Für die Familie? Für die ganze Familie. Wenn man das gemacht hat, hat man immer noch ein bisschen extra Geld bekommen. Dann durfte man sich hier so ein bisschen Süßigkeiten aussuchen. Wobei die hier alles umgebaut haben. Jetzt sieht das so voll modern aus, aber es war so eine typische alte schwäbische Backstube. Ja, es gab immer so Tüten voll für so ein paar Mark, ne? Ja. Kann man sagen. Ein paar Mark? Ich war schon froh, wenn ich für 50 Cent mir was aussuchen durfte. Ich immer so 2 Mark oder so. Ja, und nebenbei gibt es hier noch Marzipanrosen, also mich am Marzipankram. Und wir frühstücken Amerikaner. Sehr gut. Typisch Schwäbisches, ja. Boah, ich preiswerte Frühstück, ja. Lass uns ansparen, Mann. Ah, Falterbach, das sind wir. Beschaulich hier. Schönes schwäbisches Dörflein hier. Kleinstadt schon eher, ja. Ist das schon eine Kleinstadt? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch ein Dorf. Aber es kommt ein Weltkonzern hierher. Ach, Felix. Ja. So schaut es hier aus bei AMG. Wir sind durch so ein kleines, typisches Gewerbegebiet, Industriegebiet gefahren. Da waren so Tischlereien und so weiter. Aber auf einmal kommt man auf so ein richtiges Werksgelände. Das seht ihr ja schon. Hier sieht es doch schon ein bisschen professioneller aus. Und irgendwie schwäbisch. Ich finde, bei Porsche in Zuffenhausen sieht es auch so ein bisschen aus wie hier. Das sind jetzt keine Hightech-Fassaden oder so, sondern so ein bisschen zweckmäßig. Aber man merkt, hier ist Performance. Hier geht es um Leistung. Hier wird es auch gelebt. Hier vorne steht 50 Jahre oder 50 Years of Driving Performance AMG. Den AMG gibt es tatsächlich schon so lange. Und in diesem Haus hier tatsächlich einer der Gründer, der Hans-Werner Aufrecht, gelebt dann. Zusammen auch mit seiner Frau. Das Lustige ist, seine Frau war Friseurin. Das heißt, in der Familie Aufrecht wurde halt viel frisiert. Zum einen Haare frisiert, aber eben auch Autos frisiert. Das war nämlich eine reine Tuning-Firma. Beziehungsweise Hans-Werner Aufrecht wollte immer Motorsport machen und das Ganze dann eben versucht zu finanzieren mit Tunings. Es war eine unabhängige Tuning-Firma, die dann erst 1999, also für mittlerweile 20 Jahren, gekauft wurde von Mercedes. Mittlerweile gehört es also komplett zu Mercedes dazu. Und mittlerweile kommt halt aus dieser kleinen Stadt Affalterbach praktisch ein Weltding. Also auf der ganzen Welt kennst du Mercedes-AMG-Fahrzeuge. Das Formel 1 mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas ist ja auch AMG. Die sind aber in England stationiert und hier findet eben die ganzen Straßenwagen statt, aber auch GT3, GT4 und so weiter. Hier werden die Motoren gebaut und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, warum ich eigentlich hier bin. Denn das hier ist jetzt kein Werbevideo, also wirklich nicht. Kriegt keinen Cent dafür, dass ich da bin. Ich bin hier eingeladen worden zu Gesprächen zwecks Motorsport, um mal mit AMG zu erörtern, ob man da vielleicht in den nächsten Jahren mal was motorsporttechnisch zusammen machen kann. Und das höre ich mir auf jeden Fall mal an. Sind ja sehr alle sehr nette Leute hier. Und zusätzlich zu den Gesprächen werde ich eben hier auch mal rumgeführt. Darf man alles anschauen. Das ist, glaube ich, für jeden, der ein bisschen Motorsport verrückt ist oder starke Autos mag, im Paradies. Deswegen nehme ich euch hier ein bisschen mit. Hier sind wir jetzt mittlerweile in der Motorenfertigung angekommen. Bei AMG gibt es eben das Prinzip, anders als bei den normalen Mercedes-Motoren, dass hier eine Person immer für einen Motor zuständig ist, von Anfang bis Ende. So, und das hier ist der Motor von Janni. Ja. Hi, Janni. Wie lange arbeitest du bei AMG? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Und du baust hier gerade was für einen Motor zusammen? Eine G-Klasse. G-Klassenmotor, also auch 4 Liter V8
Biturbomotor. Und du läufst jetzt praktisch, du hast praktisch so einen Wagen, also jeder hat hier so einen Wagen, wo der Motor drauf ist. Und dann läufst du durch die verschiedenen Stationen durch und genau. Werkzeuge kommen immer von oben und Teile von der Seite, habe ich mir sagen lassen. Ja, richtig. Also wir haben unser Werkzeug auf dem Wagen, aber die Sachen zum Verschrauben kommen von oben und so unsere Teile liegen hier bereit. Das ist jetzt hier die letzte Station, die Ölbefüllung, die Plakette kommt hier ran und dann geht's zum Kalttest. Wie lang ist der Weg hier um für den ganzen Motor sozusagen, den du läufst? Wir haben eine Vorgabe von 3,5 Stunden bis 4 Stunden. Also hier läufst du einmal durch die ganze Halle durch, richtig. Und am Ende hast du den fertigen Motor. Sehr, sehr cool. Und dann packst du auch deine Plakette drauf am Ende, ne? Also mach ich jetzt gleich. Jetzt. Wie schnell? Jetzt gleich heißt innerhalb der Nächsten? Jetzt perfekt. Ja, das ist sehr geil. Wir sind hier ganz spontan beim Janni und der macht echt das bekannteste Stück, glaube ich, von der AMG-Fertigung. Hier ist deine Plakette. Die wird jetzt da nur mit dem Kabelbinder rangemacht. Ja. Weil die ja schon Werk drauf gemacht werden, auf die Kappe drauf. Okay, das heißt, da wird sie final drauf gemacht, aber richtig, du tust sie jetzt ja mit dazu. Genau. Die kommt mit dazu und im Werk kommt halt die Abdeckung vom Motor genau, drauf. Genau. Da kommt dann seine Plakette mit drauf und dann ist sein Motor in einer neuen schönen G-Klasse. Sehr gut. Der ist jetzt fertig, bitte. Also, das war's hier von RMG. Sehr cool, das nochmal gesehen zu haben. Das war unser kleiner Ausflug hier nach Süddeutschland in den letzten beiden Tagen. Ganz cool zu sehen auf jeden Fall, dass man echt durch so ein kleines Örtchen hier so rausfährt dann. Aber das ist dann eben auch hier so ein bisschen die schwäbische Ingenieurskunst. Die kommt eben hier aus solchen bescheidenen Orten. Das ist schon cool zu sehen. Also so bescheidene Häuser, sind hier ganz, ganz viele Handwerksbetriebe und so weiter. Und dann ist halt einfach AMG da, die ich habe schon gesagt, halt man in der ganzen Welt kennt. Cool, das alles mal gesehen zu haben. Wir haben auch ein sehr gutes Gespräch gehabt. Also ich halte euch da auf jeden Fall natürlich auf den Laufenden, ob da sich irgendwas ergeben wird. Es werden dann aber eine längerfristige Sache und ich fahre sowieso bei Team GT, bei Bernie weiterhin natürlich GT4. Er ist derjenige, der mir überhaupt ermöglicht hat, GT4 zu fahren und ich fühle mich super wohl im Team. Ich fühle mich wohl im Auto, im McLaren 570S. Wir werden richtig angreifen dieses Jahr in der ADAC GT4 Meisterschaft. Mit denen haben wir uns ja auch schon getroffen gestern. Also wir haben ein bisschen motorsporttechnisch auf jeden Fall hier die 2 Tage eben genutzt, um einiges zu machen. Ich setze mir gleich einen Lock dran, Tisch rausholen, aufklappen, so, einmal rumdrehen, dann kommt der Laptop rauf. Kati fährt uns währenddessen durch den Berufsverkehr hier nach Hause. Ich gebe Gummi, ich mache hier Stress. Gut. Ab Frankfurt, wo dann unbegrenzt, fahre ich, okay? Nein. Das war aber mein Plan. Ja, schön, meiner nicht. Also mal schauen, ich werde schon noch versuchen, dass ich auch noch mal fahre hier. Das ist halt auch schon mein Auto, das weißt du, ne? So würde ich das nicht sagen. Du weißt, dass du nicht fahren musst, du darfst fahren. Das Privileg, was man schätzen sollte. Ich will fahren und deswegen fahre ich. Ja, aber am Ende fahre ich. Ja, die letzten 2 Meter nach Köln rein. Perfekt, die letzten 200 Kilometer darf ich dann nochmal fahren, haben wir gerade gehört. Super, vielen Dank, Kati. Dann war es damit für den heutigen Vlog, Leute. Wie gesagt, ist mir einfach ganz wichtig, dass ihr es auch wisst, das war kein Werbevideo. Ich bin in keinster Weise bezahlt von AMG oder sonst irgendwas und auch nicht von Mercedes oder so. Sondern wir waren eben mal zu Gesprächen da, konnten uns ein bisschen anschauen, deswegen wollte ich es euch auch zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War schon so ein kleiner exklusiver Einblick, inklusive dem Gespräch da mit dem Janni, als er seinen Motor da fertig gebaut hat und so weiter. Ich glaube, das sieht man auch nicht alle Tage. Aber damit beschließen wir es mal für heute. Drückt nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Vlog. Dann sehen wir uns wieder in Köln, wo wir jetzt hinfahren. Ciao.